Der EC Europa Campus eröffnet neue Türen. Die Metropolregion Frankfurt als neue Heimat für die Studienrichtungen angewandte Medien, Business und Gesundheitsmanagement. Zum Wintersemester 2012-2013 werden rund 100 Studenten den Weg in die Olivetti-Türme antreten. Stadtrat Markus Frank freut sich besonders über das neue Studienangebot. Sport, Medien, Eventmanagement, das findet hier in Frankfurt am Main statt. Da brauchen wir unbedingt Unterstützung, dass wir vielleicht das ein oder andere Sport-, Medien-, Event mehr in der Stadt haben. Tourismus, Hotel, Eventmanagement, Frankfurt am Main ist stark am Expandieren beim Tourismus. Kommunikation, Medienmanagement, da ist Frankfurt auch zu Hause. Internationales Marketing, Marken und Medien. Also besser hätten wir es nicht gemacht, wenn wir gesagt hätten, was fehlt sozusagen in dieser Stadt. Wie Stadtrat Frank gesagt hat, das passt ganz hervorragend zu unserer Stadt. Wir verstehen unsere Aufgabe jetzt darin, möglichst eine intensive Vernetzung hier mit dem Standort herzustellen. Das heißt, die Wirtschaft ist uns natürlich an dieser Stelle ganz wichtig, weil da geht es um den Wettbewerb der klügsten Köpfe. Wir möchten natürlich auch die tollen Studenten dann auch hier in Frankfurt behalten, wenn es geht. Im 10. Stock des Turms befindet sich alles, was man zum Studieren braucht. Helle, freundliche Räumlichkeiten mit einem Blick über Frankfurt. EC-Geschäftsführer Professor Volker Kreie erinnert sich dennoch gerne an die Anfänge der Einrichtung. Mit den ersten Verträgen, die wir bekommen haben, haben wir die erste Einrichtung in Baden-Baden dann angemietet und haben mit 23 Studenten angefangen. Heute haben wir 500 Studenten in Mannheim und Karlsruhe. Hier für Frankfurt planen wir gleich in der ersten Phase zwischen 100 und 200 Studenten. Das klare Konzept als Erfolgsgarant. Ein Studium beim EC Europa Campus ist vor allem eins: vielschichtig. Alle Studiengänge sind ja bei uns Management-Studiengänge, das heißt, die basieren auf zwei Säulen. Eins ist die Ökonomie, die Wirtschaftlichkeit, haben die ganz klar BWL, die Grundlagen im Studium. Und die zweite Säule ist das Medienmanagement bei uns, das heißt, alle Studenten von uns haben absolut die Medienkompetenz, können crossmedial auftreten, das heißt, die können Zeitung produzieren, machen die Stories, machen Interviews, können Fotos schießen, können also auch wirklich in Redaktionen arbeiten. Praxisnah, marktgerecht, das heißt, es ist interdisziplinär. Unsere Studenten finden nach spätestens 3 Monaten auch eine Arbeit, also ohne Probleme, die können wir gut vermitteln. Abbrecherquote auch extrem niedrig, zwischen 1-2%. Das lässt sich sehen. Normale Hochschulen haben 45% zurzeit im Durchschnitt. Es handelt sich um ein dezentrales Studium. Vorstandsvorsitzender der AMAG AG, Professor Dr. Otto Altendorfer, erläutert den Studienverlauf. Man kriegt einen staatlichen Abschluss. Dieses Modell werden Sie so nicht mehr finden. Wichtig ist halt der staatliche Abschluss. Das ist ein ziemlich hohes Gut. Mit Sicherheit werden in Zukunft kluge Köpfe in Frankfurt ausgebildet. Mit dem Standpunkt in Frankfurt öffnen sich neue Wege für die Studierenden. Was richtig Dynamisches, ja? Ja, cool, sehr schön.